Etwa an diesem Punkt in der Geschichte Eorzeas setzte das Originalspiel Final Fantasy XIV 1.0 ein. Angelockt von der Aussicht auf Reichtum und Ruhm nehmen immer mehr Bewohner Eorzeas und anderer Teile der Welt das Abenteurerhandwerk auf, um ihr Glück zu machen und die Zukunft der freien Welt zumindest ein Stück weit mitzuformen. Doch bereits während der Reise der Protagonistin oder des Protagonisten zu einer der drei wählbaren Startstädte geschieht etwas hochgradig Merkwürdiges. An Bord eines Schiffes auf dem Weg nach Limsalominsa, unter den raschelnden Blätterdächern der Black Shroud in der Nähe von Gridania oder kurz nach Ankunft in Uldar inmitten stadtweiter Festivitäten. Wie aus dem Nichts vernehmen unsere Helden plötzlich eine Frauenstimme, die ihnen drei Worte zuraunt. Hier. Feel. Think. Höre, fühle, denke. Kurz darauf sehen sie einen düsteren Meteoritenschauer am Himmel, von dem allerdings niemand anderes außer ihnen Notiz zu nehmen scheint. Je nachdem, welchen Ankunftsort sich unsere Helden für den Beginn ihrer Reise erwählt haben, entspinnen sich im Anschluss zunächst gänzlich andere Geschichten vor ihren Augen und jeweils andere NPCs begleiten sie auf ihren ersten Schritten, auch wenn alle drei Fäden letztlich über kurz oder lang wieder zu einem Hauptstorystrang zusammenführen. Da ein Großteil des Videomaterials ja von Encrypted Ducky stammt und in diesem Videomaterial wir halt immer eine junge Heldin begleiten, halte ich das Ganze jetzt der Einfachheit halber, um nicht immer Heldin oder Held sagen zu müssen oder sonst was, halten wir uns einfach mal an die weibliche Variante. Ich denke mal, das passt dann auch an der Stelle am besten. Der Charakter, den wir da begleiten, ist natürlich ursprünglich der Char gewesen, den man sich einfach selber erstellt hat. Das konnte natürlich weiblich oder männlich sein. Ne? Wir halten es aber erstmal mit unserer namenlosen Heldin. Questreihe 1, Limsalominsa. Startet die Reise unserer Heldin in Limsalominsa, so wird sie in die Unruhen und politischen Ränkespiele rund um eine stadtweite Schatzjagd verwickelt. Vor der Küste der Piratennation Limsalominsa ist wie aus dem Nichts eine Insel aufgetaucht, auf der unzählige uralte Artefakte und Schätze zu bergen sind. Obwohl längst nicht alle Lominsaner das Erscheinen der Insel für ein gutes Omen halten, entbrennt unter den Piratenkapitänen der Stadt und selbst bei den Ordnungskräften der Ritter des Barracudas und ihrem Kommandanten Stahlmann ein unausweichliches Schatzfieber, dem tatsächlich sogar der amtierende Admiral durch einen Meuchelmord zum Opfer fällt. Nachdem unsere Heldin auf ihrer Seereise zunächst einen merkwürdigen Meteoritensturm beobachtet hat, um sich direkt im Anschluss daran eines Angriffes merkwürdiger Seemonster und sogar einer ausgewachsenen Seeschlange erwehren musste, durchlebt sie nach ihrer Ankunft in Limsalominsa ein Abenteuer rund um Intrigen zwischen verschiedenen Piratenfraktionen, einem gestohlenen Artefakt von der aufgetauchten Insel und einer drohenden Invasion der Sahagin-Fischmenschen und lernt dabei nicht nur ihre neue Heimat nach und nach kennen, sondern verdient sich auch ihre ersten Sporen als Heldin inmitten dieser turbulenten Zeit. Oder genauer gesagt, inmitten dieser turbulenten Zeiten. Immer wieder taucht in ihrer Nähe wie aus dem Nichts eine mysteriöse Mikote-Katzenfrau namens Yestola auf. Und zudem kreuzt sich der Weg unserer Heldin Constant mit dem des abgehalfterten Piratenkapitäns und Trunkenbolls Rostenstahl. Am merkwürdigsten ist jedoch, dass sie regelmäßig ein merkwürdiges Klingeln hört und die Leute in ihrer Umgebung dann plötzlich anfangen, sich sehr merkwürdig zu verhalten. Die Ereignisse des Abenteuers in Limsalominsa und dem Rest von Linosha wirken dementsprechend zunächst auch auf die Spielerin oder den Spieler zunehmend konfus. Gesprächspartner unserer Heldin legen teils mitten im Gespräch eine 180-Grad-Wendung in ihrem Verhalten hin. Personen tauchen plötzlich neben der Heldin auf, ohne dass sie diese auch nur im Ansatz hat kommen sehen oder hören. Und wer genau hinhört, stellt fest, dass Limsa entweder voll ist mit notorischen Lügnern oder sie sich die Bewohner der Stadt aus anderen Gründen ständig selbst widersprechen. So behauptet beispielsweise eine einheimische Zufallsbekanntschaft unserer Heldin beiläufig, dass er den Namen des Kommandanten der Barracudas, Stahlmann, schon seit Jahren nicht mehr gehört hat, obwohl es sich dabei um einen der bekanntesten Machthaber der Stadt handelt und er mehr als offensichtlich auch immer noch in der Stadt ist. Unsere Heldin interagiert regelmäßig mit ihm.
Und warum sind manche Leute völlig aus dem Häuschen? Wer denn wohl als nächstes Platz nehmen wird auf dem vermeintlich aktuell vakanten Admiralssitz der Stadt? Während einige Tage später die Nachricht, dass der amtierende Admiral ermordet wurde, für komplette Fassungslosigkeit bei allen Anwesenden sorgt. Was erst nach und nach klar wird, der merkwürdige Meteoritenschauer, den unsere Heldin während ihrer Schiffsreise gesehen hat, hat scheinbar eine unbekannte Kraft in ihr erweckt oder zumindest das Erwachen dieser Kräfte begleitet. Diese Echo genannte Macht sorgt dafür, dass sie unbeabsichtigt und ohne es zu merken immer wieder in die Erinnerungen anderer Menschen eintaucht, diese Szenen aus der Vergangenheit hautnah miterlebt und sogar mit den dortigen Menschen interagieren kann, ohne allerdings etwas am letztendlichen Ausgang der Ereignisse ändern zu können. Es stellt sich heraus, dass die Ereignisse der großen Schatzjagd rund um die aufgetauchte Insel gar nicht im Jahre der Ankunft unserer Heldin, also im Jahre 1572 stattfinden, sondern dass sie sich bereits 10 Jahre zuvor zugetragen haben und nun nur noch einmal in Ausschnitten von unserer unwissenden Heldin nacherlebt werden. Während der mit allen Bandagen geführte Kampf um die Admiralsposition sehr wohl im Diesseits das Geschehen der Stadt beherrscht. Auch stellt sich unter anderem heraus, dass es sich bei dem zerlumpten Piraten Rostenstahl und dem knallharten Kommandanten der Barracudas Stahlmann um ein und dieselbe Person handelt. Nachdem vor 10 Jahren die Machenschaften des Kommandanten der Barracudas rund um das gestohlene Artefakt und sogar die von ihm und anderen Mitverschwörern veranlasste Ermordung des Admirals publik werden, wurde Stahlmann aller Ämter und Würden enthoben und aus der Stadt gejagt. Erst eine Dekade später war der Verstoßene, der sich inzwischen in Anerkennung seiner Schande nicht mehr Stahlmann, sondern Rostenstahl nennt, auf demselben Schiff in seine Heimat zurückgekehrt, auf dem auch unsere Heldin nach Limsa gekommen ist. Und vermutlich sind er und die reine Zufallsbekanntschaft mit ihm auch der Grund dafür, dass unsere Heldin die Geschichte seines gesellschaftlichen Falles noch einmal hautnah miterleben durfte, ohne sich allerdings dessen lange Zeit bewusst zu sein. Streng genommen hat sie auch Yestola niemals wirklich kennengelernt, denn auch die Katzenfrau war bereits eine Dekade zuvor, im Jahre 1562, in Limsa Luminsa gewesen, um den Gerüchten nach dem schattenlosen Mann nachzugehen. Dieser hatte sich letztendlich als übermenschliches Wesen mit Mächten herausgestellt, denen selbst die Stolas formidable magische Fähigkeiten nicht gewachsen gewesen waren. Dieser dunkle Magier hatte damals Kommandant Stahlmanns illegitim erworbenes Artefakt an sich gerissen und war dann einfach spurlos verschwunden, nachdem sie ein weiteres Mal der Himmel geöffnet hatte und ein Meteoritenschauer auf Eorzea herabgegangen war, nur dass diesmal auch Yestola davon Notiz genommen hat. Dass ihre neu gewonnene Fähigkeit, derartige vergangene Ereignisse noch einmal hautnah miterleben zu können, neben einer leichten Verwirrung über die wirkliche Chronologie der Dinge, noch weitere Nachteile mit sich bringt, kriegt unsere Heldin unmittelbar am Höhepunkt der historischen Auseinandersetzung zwischen Yestola und Stahlmann und dem Schattenmann zu spüren, als sie, bereits mittendrin in eben jener Echovision der damaligen Erlebnisse, noch eine Ebene tiefer in die Erinnerungen von Stahlmann eindringt und kurz darauf erschöpft das Bewusstsein verliert. Als sie später, wieder ganz in der Realität des Jahres 1572, in der Taverne von Limsa Luminsa zu sich kommt, begrüßt sie das Oberhaupt der örtlichen Abenteurergilde, Baderon Tenfingers, mit dem Hinweis, dass ein mysteriöser Mann namens Blackburn sie hierher gebracht hat in die Taverne, der ihr auch ausrichten lässt, dass sie dringend einmal nach Uldar reisen und dort einen Ort namens Waking Sands aufsuchen sollte, falls sie verstehen möchte, was es mit ihren merkwürdigen Visionen auf sich hat. Da an diesem Punkt die quasi Origin-Geschichte rund um Limsa Luminsa beendet ist und dann die eigentliche, vereinigte Main-Story-Quest-Reihe beginnen würde, macht es vermutlich Sinn, vorher einmal zu schauen, was denn passiert wäre, wenn unsere Heldin statt Limsa Luminsa Gridania als ihren Startpunkt erwählt hätte. Questreihe 2. Gridania. Thank you.
Here. Hm? Feel. Think. Auch hier beginnt das Abenteuer mit dem mysteriösen Meteoritenschauer, der unsere Heldin direkt in ihre erste Echovision versetzt. Während Yshtola im Jahre 1562 nach Limsa-Lominsa gekommen war, um dem Schattenmann auf die Spur zu kommen, hatten sich zeitgleich zwei Kollegen und Freunde unserer taffen Katzendame namens Ida und Papa Limo in die Wälder des Black Shroud begeben. Die beiden sind ein ständig zankendes Duo, bestehend aus der etwas tapsigen, aber stets gut gelaunten Faustkämpferin Ida und dem stets um Wahrung seiner Würde bemühten Lalafell Papa Limo, der den Straight Man zu Idas Flausen gibt. Die beiden sind ebenso wie Yshtola Mitglieder des von Louis-Soir Levelieur gegründeten Ordens The Circle of Knowing und wurden von ihrem weisen Anführer im Jahre 1562 in die Wälder entsandt, um Gerüchten nachzugehen, denen zufolge sich die Waldstadt Glidania insgeheim auf einen Krieg mit dem Imperium vorbereitet. Als das Luftschiff der beiden über den Wäldern abstürzt, ist unsere Heldin dank eines Echo-Zeitsprungs live mit dabei und findet sich direkt darauf gemeinsam mit den beiden auf der Flucht vor einem ziemlich verärgerten Wald wieder, der den Schaden, den der Absturz verursacht hat, so gar nicht witzig findet und ihnen ein Rudel Wölfe und dann sogar noch einen gewaltbereiten Treant auf den Hals setzt. Im wirklich letzten Moment werden die drei Flüchtenden von einer Gruppe Muggels gerettet. Natürlich dürfen auch diese knuffeligen Aushängeschilder der Final Fantasy Serie nicht fehlen. Nach ihrer Rettung werden die drei von dem jung aussehenden Pajal und Kopf der Druidengilde Esumian nach Gridania begleitet, wo ihnen offenbart wird, dass sie die angesammelte Waldsünde in sich schleunigst reinigen müssen, um nicht noch mehr schlechtes Karma anzusammeln und so irgendwann den echten Zorn des Waldes zum Opfer zu fallen. Diese Reinigung für die drei ist insbesondere aber auch deshalb wichtig, da sie in ihrem aktuellen Zustand auch die anderen Waldbewohner in Gefahr bringen. Die Elementare sind sich nicht zu schade, auch unbeteiligte Personen in Sippenhaft zu nehmen, selbst wenn diese nur das Pech hatten, sich zufällig in der Nähe von mit Waldsünde beladenen Delinquenten aufzuhalten. Was auch genau der Grund ist, warum man Fremde in Gridania immer erstmal mit einer gehörigen Portion Argwohn begegnet. Erst wenn man erfolgreich die Rituale der Reinigung durchlaufen hat und die Waldgeister durch Tanz- und Beschwörungsformeln beschwichtigt sind, ist für eine Person von außerhalb eine harmonische Existenz im Twelveswood möglich. Genau dieses Reinigungsritual stellt dann auch den Hauptfokus des Abenteuers in Gridania dar. Während Ida und Papa Limo mal mehr, mal weniger umsichtig ihre Nachforschungen bezüglich etwaiger Kriegsvorbereitungen Gridanias vorantreiben und in ihrer Tapsigkeit umso eiliger einen Termin für ihre Reinigung verordnet bekommen, ist unsere Heldin derweil mit den notwendigen Vorbereitungsschritten für ihr eigenes Ritual beschäftigt. Wie etwa der Herstellung einer rituellen Maske, die bei der Reinigung die zu bereinigende Waldsünde ihrer Trägerin aufnehmen kann. Während dieser Vorbereitungen trifft sie auf den jungen Krim und seine beste Freundin Fei. Die beiden Kinder haben jeweils geliebte Familienmitglieder an den grünen Zorn des Waldes verloren. Sowohl Krims Eltern als auch der große Bruder von Fei, so erzählt man sich, waren Teil eines fehlgeschlagenen Reinigungsrituals. Und da ihr Karma dadurch nicht aufgebessert werden konnte, ist der Grünzorn über sie gekommen und sie wurden zu sogenannten Wildlingen. Quasi gehirngewaschene Sklaven des Waldes, die nicht mehr in der Zivilisation von Gridania verbleiben konnten. Sowohl dem jungen Krim als auch der jungen Fei fällt es schwer, sich mit dem Verlust ihrer Familienmitglieder abzufinden. Doch während die schüchterne und zu schwerer Depressionen neigende Fei immer wieder versucht, doch noch einen Weg zu finden, um ihren Bruder aus der Knechtschaft des Waldes zu befreien, ist Krims Trauer inzwischen scheinbar in Wut umgeschlagen. Er zweifelt lautstark gegenüber den anderen Kindern von Gridania die Existenz der Elementare an und behauptet, dass so ziemlich alle spirituellen Konzepte von Gridania, wie etwa die Waldsünde und der Grünzorn, nur Lügenmärchen sind, mit denen die Erwachsenen die Wahrheit kaschieren wollen. Um seine Behauptung zu belegen, greift der Junge zu zunehmend drastischeren Maßnahmen, bis er schlussendlich eine der schlimmsten Sünden überhaupt begeht und mutwillig einen altehrwürdigen Baum in Brand setzt, nur um feststellen zu müssen, dass die Elementals doch unangenehm real sind. Eine zornige Elementarfee manifestiert sich und entfesselt eine derartig starke Welle des Grünzorns, dass der Junge versteinert wird, bevor sie von der Heldin und den eintreffenden Erwachsenen bezwungen werden kann. Den Druiden von Gridania unter ihrem Anführer Esumian, der zu Beginn schon Ida Papalimo und die Heldin vor dem Treant gerettet hatte,
gelingt es schlussendlich, den versteinerten Jungen so weit am Leben zu halten, dass zumindest noch eine theoretische Chance besteht, ihn zu retten und die enorme Sünde in ihm reinzuwaschen. Anders als viele andere Bewohner von Gridania weiß Esumiyan sehr genau, was den jungen Krim dazu veranlasst hatte, die Lehren von Gridania so nachdrücklich in Frage zu stellen. Wie aus weiteren Echovisionen unserer Heldin und anhand der Nachforschungen von Ida und Papa Limo nach und nach ans Tageslicht kommt, sind die Eltern von Krim und Fais Bruder gar nicht wirklich zu Wildlingen geworden, auch wenn sie vermutlich tatsächlich Waldsünde auf sich geladen haben. Mit dem Wissen einiger weniger ausgewählter Anführer von Gridania, darunter auch Esumiyan, wurden die ausgewählten Kriegerinnen und Krieger rund um Krims Eltern auf eine Reihe geheimer Missionen geschickt, deren Zweck, so vage er im Spiel auch bleibt, aller Wahrscheinlichkeit nach genau der Kriegsvorbereitung dienen soll, wegen der Ida und Papa Limo überhaupt erst nach Gridania gekommen sind. Was auch immer genau die Mission jener vermeintlichen Wildlinge gewesen war, es ist offensichtlich, dass es sich dabei um etwas handelt, das die Gemeinschaft von Gridania nachhaltig erschüttern würde und vielleicht sogar den Zorn der Elementals auf sich ziehen könnte, weshalb sich die Obersten der Stadt für dieses Maß an Geheimhaltung entschieden hatten und für die Tarngeschichte mit der Verstoßung der Elitekrieger. Der junge Krim hatte die Spezialeinheit auf der Suche nach seinen Eltern im Wald aufgespürt und dabei mit eigenen Augen festgestellt, dass die Geschichte von der verpatzten Reinigung und der Wildlingwerdung seiner Eltern und von Fais Bruder nicht der Wahrheit entsprach. Und doch musste er versprechen, dass er dieses Geheimnis für sich behält, während seine Freundin Fai immer mehr über den vermeintlichen Verlust ihres Bruders verzweifelt war. Es ist auch genau eben jener Bruder dieses Mädchens, den Ida und Papa Limo allen Warnungen zum Trotz ausfindig machen und ihn dann am Schlawittchen zurück nach Gridania schleppen, um der ganzen Scharade ein Ende zu machen. Mit vereinten Kräften gelingt es Esumiyan und den anderen Druiden, einen bisher noch nie dagewesenen Akt der Reinigung zu vollführen und nicht nur Fais Bruder, Ida, Papa Limo und die Heldin zu reinigen, sondern sogar den jungen Krim zu heilen und von seiner gewaltigen Sünde zu befreien. Ende gut, alles gut. Nur dass die auch in diesem Abenteuer ständigen Sprünge zwischen der wenig ereignisreichen Jetztzeit und der Vergangenheit mit Ida, Papa Limo und dem jungen Krim dafür sorgen, dass die Heldin schlussendlich kollabiert. Diesmal ist es der Eremit des Waldes, der sie in die örtliche Taverne verfrachtet. Ein kauziger junger Mann, der unserer Heldin in diversen Jetztzeitphasen ihres Abenteuers begegnet war, und bei dem es sich letztlich um niemanden anderes handelt, als um den inzwischen erwachsenen Krim aus der Jetztzeit. Und auch dieser lässt ihr ausrichten, dass sie einmal die Waking Sands in Uldar aufsuchen sollte, um mehr über ihre merkwürdigen Kräfte zu erfahren, womit auch das Startabenteuer in Gridania seinen Abschluss findet. Interludium. Storytelling der Startquests. Bevor wir dann zur dritten und letzten Startquest-Reihe übergehen, sei mir an dieser Stelle mal ein kleiner Einwurf erlaubt. An dem Abenteuer in Gridania wird aus meiner Sicht eines der Hauptprobleme des Storytellings im Originalspiel deutlich. Immer wieder treffen prinzipiell spannende und auch erzählhandwerklich reizvolle Ideen auf eine Umsetzung, die vorsichtig formuliert hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Es ist mitunter gar nicht so leicht, den Finger darauf zu legen, warum manche Dinge nicht so gut funktionieren, wie sie es eigentlich tun sollten oder könnten, und zwar selbst im kondensierten Format einer Cutscene bzw. Let's Play-Zusammenschau, bei der man ja nicht mal die damaligen Stunden- und tagelangen Unterbrechungen hinnehmen musste, weil man bis zur nächsten Levelbeschränkung für die anstehende Folgequest grinden musste. Im spezifischen Fall von Gridania liegt aus meiner Sicht das Hauptproblem vor allen Dingen darin, dass in das zu entwirrende Mysterium zu viel vage Begrifflichkeiten und deutlich zu viel, letztlich leider bedeutungsloser Inhalt gestopft werden. Und die Geschichte für sich vielleicht auch ganz nett ist, aber hinten raus eigentlich auch komplett konsequenzfrei bleibt. Ich meine, die kleine Zusammenfassung von eben liest sich ja durchaus kompakt und überschaubar, ne? Zumal dieses ganze Mysterium, welche der Ereignisse nun im Diesseits und welche in der Vergangenheit liegen, im Gegensatz zu Limsa Lumensa echt stark in den Hintergrund rücken in Gridania. 99% der Geschichte würden auch als lineare Geschichte auf einen und derselben Zeitlinie funktionieren. Also ob unsere Heldin jetzt nur Ida und Papa Limo um 10 Jahre verpasst hat, oder ob der Eremit des Waldes jetzt nun der erwachsene Krim ist oder nicht, macht am Ende tatsächlich keinen allzu großen Unterschied.
Und tatsächlich ist es auch so, die Geschichte in Gridania ist trotzdem deutlich verklausulierter erzählt, als ich es gerade dargestellt habe. Was vor allen Dingen daran liegt, dass unzählige Begrifflichkeiten, Personen, spirituelle Konzepte mit in den Topf geworfen werden, die allesamt niemals so richtig erklärt werden, beziehungsweise auch nicht vernünftig genutzt werden und die dann auch im späteren Verlauf des Spiels aus vermutlich gutem Grund einfach stillschweigend wegignoriert werden. Ein Beispiel dafür, es wird halt häufiger auf die sogenannte Hedge verwiesen. Also die Hecke quasi. Einem wirklich eher schlecht als recht definierten metaphysischen Dingi, das von den Menschen von Gridania geschaffen wurde, um irgendwie den Wald zu schützen und bei dem sich alle Beteiligten mehrfach große Sorgen machen, dass diese Hedge, wie auch immer, durchdrungen oder zerstört wurde, was wohl hin und wieder einfach passiert, aber nicht so oft wie im Moment. Was es genau mit dieser Hedge auf sich hat, wird zu keinem Zeitpunkt irgendwo mal, zumindest in dem einsehbaren Material, definiert. Handelt es sich dabei tatsächlich um eine physische Hecke? Oder ist es ein magischer Schleier oder sonst irgendein metaphysisches Konstrukt? Befindet sich das Ganze an den Grenzen des 12 Woods, um diesen zu schützen? Also umgibt einmal den Black Short sozusagen? Ist die Hedge überall im Wald? Und was hat es zum Beispiel nun genau mit diesem Green Wrath auf sich, also diesem Grünzorn? Ist das am Ende nur ein Synonym für dieses karmaartige Konzept der Waldsünde? Oder ist der Green Wrath die Konsequenz, also quasi die Reaktion auf ein schlechtes Karma-Konto einer Person? Werden alle Leute, die der Grünzorn trifft, genauso versteinert wie Krim? Und warum machen sich alle Sorgen darum, dass Krim zu einem Wildling werden wird, wenn er doch versteinert ist? Und wo wir gerade dabei sind, was sind Wildlinge denn jetzt nur genau? So quasi Waldzombies? Immer noch bewusste Wesen, die nur den Wald nicht mehr verlassen können und nicht anders können, als dem Willen der Elementals gehorchen, wenn diese etwas einfordern? Zugegebenermaßen, es ist gut vorstellbar, dass einige oder vielleicht auch die meisten dieser Fragen in irgendwelchen Dialogen mit NPCs des Originalspiels oder meinethalber in Artbooks thematisiert und auch befriedigend konkret beantwortet werden. Aber dieser Abschnitt der Hauptstory erinnert mich trotzdem doch frappierend an das Storytelling beispielsweise von Final Fantasy XIII, das ja berüchtigt dafür war, durch Einsatz möglichst vieler cool klingender, aber bei genauerem Hinsehen höchst inhaltsarmer und bestenfalls vage definierter Konzepte quasi so ein Potemkinsches Dorf an pseudo-deeper Lore zu erschaffen, in dem aber letztlich nicht annähernd so viel zu holen war, wie es beim beiläufigen Blick darauf gewirkt haben mag, ne? Ich sage nur, ja, das sind die Falzi und das sind die Lisi und da gibt es aber die Kukun-Falzi und... Okay, wie funktioniert das Ganze? Warum ist das mein... Okay, nee, aber Hashtag Deep, passt schon. Ich neige meistens dazu, derartige mit so extremst nährstoffarmen Filler gestopfte Geschichtengänse als Lore-Bubble zu bezeichnen. Und Gridania war schon aus meiner Sicht ein ziemlich heftiges Beispiel für Lore-Bubble. Dieses Problem hat die dritte Startquest, nämlich das Abenteuer in Uldar, indes eher nicht. Questreihe 3. Uldar. Nothing like the feel of all the sand. Except for all there's wine in your belly. You and if you want.
And where in this marvel of a city might you lie? Beginnt unsere Heldin ihre Karriere nicht in der Piratenstadt oder in Gridania, sondern in der Wüstenmetropole Uldar, so wird sie diesmal unmittelbar nach ihrer Ankunft in der Stadt Zeugin des Meteoritenschauers. Und diesmal wird dank erstmals anwesender anderer Personen auch klar, dass offenkundig nur sie allein dieses Schauspiel sieht. Wie bei den anderen Städten wird sie daraufhin auch prompt in die erste Vision der Vergangenheit gesogen. Und ebenso wie bei den anderen Questreihen auch, ohne dass dem unbedarften Spieler direkt auf die Nase gebunden wird, dass die Parade, in die sie nun hineinplatzt, eigentlich vor 10 Jahren stattfand. Ein gewaltiger Gobbu wird als Attraktion auf einem der Paradewagen vorgeführt, gefesselt durch magische Siegel des Taumaturgen Korgebe, der ebenfalls auf dem Wagen mitfährt. Als mit einem Mal einer der kleinen mechanischen Automatons, die dem Paradezug voranschreiten, aus der Formation ausbricht und in ein Horn stößt, befreit sich Jagobu und beginnt einen Amoklauf durch die Stadt, bei dem einzig das Eingreifen unserer Heldin und zweier weiterer Männer das Schlimmste verhindern können. Einer der beiden Retter in der Not ist der Barde und Frauenschwarm Tancred, ein weiterer weißhaariger Schüler von Louis-Juan Levilleur und damit hier in Uldar das Äquivalent zu Yestola bzw. Ida und Papalimo. Der andere Mann, der sich dem randalierenden Gobbu in den Weg stellt, ist der Mitorganisator der Parade und Sohn des Oberhauptes der Goldschmiedegilde, ein junger Elesen, also Elf, namens Enil Frein. Als der Gobbu bezwungen ist und sich der Staub gelegt hat, wird klar, dass der Zwischenfall weitestgehend glimpflich abgelaufen ist, mit einer entscheidenden Ausnahme. Ein Mann namens Warburton, der mit seiner Tochter Acilia nach Uldar gekommen war und der Parade beiwohnte, wurde durch den Gobbu lebensbedrohlich schwer verletzt. Während der bewusstlose Mann in der Obhut der Alchemisten mit dem Tode ringt, wird allerdings langsam klar, dass sein kritischer Zustand nicht nur für seine völlig traumatisierte Tochter ein Problem darstellt. Warburton und Acilia stammen aus Alamigo und es war mitnichten die Aussicht auf eine nette Parade, die ihn nach Uldar verschlagen hat. In seiner Funktion als Doppelagent für die Imperialen, aber auch den Widerstand von Alamigo, hat er wichtige Informationen erlangt, die er unbedingt an eine befreundete Gruppe von Aktivisten weitergeben wollte, da diese Informationen das Schicksal Uldars und vielleicht sogar ganz Eorzeas betreffen. Der Gruppe, die bereits auf die Ankunft des Informanten gewartet hatte, gehören unter anderem auch besagter Sohn des Gildenleiters der mächtigen Goldschmiedegilde, Neil Frein, und auch seine Freundin Flamin an, die auch die Sängerin von Uldar genannt wird. Alle Mitglieder dieses verschworenen Zirkels sind auf die eine oder andere Weise anerkannte Persönlichkeiten der Stadt, ohne aber wirklich zum inneren Establishment der Macht zu gehören. Trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, wird diese Gruppe von dem Glauben geeint, dass sich die Dinge in der Wüstenstadt dringend ändern müssen und dass sie als die jungen Wilden mehr als geeignet wären, genau dies zu vollbringen. Es sind allerdings nicht nur diese ambitionierten Pläne, die unter Neil Frains Leuten für Bestürzung sorgen, als der verletzte Warburton letztlich doch seinen Verletzungen erliegt. Insbesondere die schöne Flamin ist zutiefst bestürzt über den Tod des alleinerziehenden Vaters. Auch dank Tancred kommen allerdings schon bald die wahren Gründe für diese Betroffenheit zutage. Ursprünglich war der Barde auf Geheiß seines Mentors Louis-Juan nach Uldar gekommen, um einerseits Gerüchten über einen imperialen Spion in der Stadt nachzugehen und andererseits um die Befürchtungen des Circles of Knowing zu überprüfen, dass es unter den mächtigen Händlern des Syndikats Subjekte geben könnte, die aus der kurzsichtigen Gier nach prallem Profit in Kriegszeiten aktiv daran arbeiten, Uldar in einen aussichtslosen Krieg mit dem Imperium zu stürzen. Nachdem Tancred bei der Parade ja ebenfalls in den Zwischenfall mit dem Gobbu verwickelt worden war, hatte er seine Ermittlungen jedoch auch auf Neil Frein und seine Freunde ausgeweitet und ist offenkundig dabei fündig geworden. Bei einem Kartenspiel mit hohem Einsatz, das unsere Heldin erneut in einer einsetzenden Echo-Vision miterlebt, fügt Tancred dem jungen Goldschmied eine empfindliche Niederlage zu und versucht ihn und seine Freunde anschließend mit der Wahrheit zu konfrontieren. Dass es nämlich mitnichten der glücklose Taumaturg gewesen war, der das Unglück bei der Parade zu verantworten hatte. Es waren Neil Frein und seine Freunde gewesen, die den Gobbu bewusst mithilfe eines manipulierten Automatons, wie sie die Goldschmiede befreit hatten, und zwar nur um das Monstrum anschließend publikumswirksam wieder einfangen zu können und sich so als Helden von Uldar positionieren zu können. Dass der Gobbu gänzlich ausbrechen und derartige Verwüstungen anrichten würde, war selbstredend nicht Teil des kurzsichtigen Plans der Gruppe gewesen. Und doch ist nun ein weiteres Kind auf den Straßen Uldars eine Waise,
und ihr eigener Informant zum Opfer ihrer undurchdachten Scharade geworden. Gerade Flamin hat schwer an ihrer Mitschuld für das Unglück zu knabbern, besonders nachdem sie sich teils aus Mitleid, teils aus schlechtem Gewissen um die nun verwaiste Acilia kümmert und für sie alsbald fast zu einer Art Ersatzmutter wird. Es ist auch Flamin, die die Heldin schließlich darum bittet, dem verarmten Taumaturgen Corgivay von der Parade beizustehen, als dieser sich aus Angst vor Racheakten, Reparationsforderungen oder einer Verbannung aus Uldar illegal in einem Minenschacht in der Nähe der Stadt versteckt und von aufgebrachten Mitgliedern der Bergbaugilde entdeckt und zusammengeschlagen wird. Zunächst scheint es auch so, als würde der verarmte Taumaturg alles in seiner Macht Stehende tun, um seine vermeintliche Schuld gegenüber der Weise Acilia wieder gut zu machen. Dass aber auch der zum Sündenbock gemachte Zauberer, trotz seiner Unschuld an dem Tod von Acilias Vater, kein Unschuldslamm ist, wird deutlich, als er der jungen Acilia von der Mitschuld ihrer neuen Freundin Flamin berichtet und sie mit sich zurück ins besetzte Alamigo nehmen will. Als unsere Heldin an der Seite von Flamin und ihren Freunden den beiden nachstellt, verhöhnt Corgivay seine Verfolger für deren Unwissen bezüglich Warburtons wichtiger Nachricht und deutet an, sehr genau zu wissen, welches Geheimnis Acilias Vater mit ins Grab genommen hat. Dann nutzt der Zauberer dasselbe Horn, das die Verschwörer zuvor genutzt hatten, um seinen Bann über den Gobbu zu brechen, und lockt damit eine Horde von Monstern herbei, um seinen Rückzug zu decken, wobei er Acilia ohne größeres Zögern im Stich lässt und das Mädchen damit dem von ihm gerufenen Monstern de facto zum Fraß vorwirft. Nur dem beherzten Eingreifen unserer Heldin und vor allen Dingen auch Flamins ist es zu verdanken, dass Acilia unverletzt bleibt, auch wenn Flamin bei ihrem Rettungsmanöver schwerer verwundet wird und nun selbst die Hilfe der Alchemisten benötigt. Was genau den Taumaturgen Corgivay dazu veranlasst hat, so zu handeln, wie er es getan hat, und ob es sich bei ihm tatsächlich um jenen imperialen Spion handeln könnte, nachdem auch Thancred auf der Jagd war, so wie es Teile von Neil Frains Gruppe vermuten, bleibt leider letztlich offen. Allerdings nehmen die Möchtegern-Revoluzer und auch unsere Heldin die letzte höhnische Warnung des Geflüchteten sehr ernst. Angeblich hatte Acilias Vater vorgehabt, sie und Uldar vor einer Gefahr zu warnen, die sogar noch größer als das Imperium ist. Auch der inzwischen vermutlich auf Betreiben von Neil Frain aus der Stadt verbannte Thancred hat keine Ahnung, worum es sich bei dieser außergewöhnlichen Gefahr handeln könnte. Da die kleine Acilia sich verständlicherweise weigert, mit den Schuldigen am Tod ihres Vaters zu reden und Flamin es niemals zulassen würde, dass das Mädchen mithilfe der dunklen Künste der örtlichen Taumaturgen dazu Gehirn gewaschen wird, ihr Wissen preiszugeben, sieht Neil Frain nur noch einen Ausweg, an die verlorenen Informationen heranzukommen. Er überzeugt den korrupten Vorstand der heimischen Taumaturgengilde des Ordens von Nalthal davon, die höchst geheimen nekromantischen Rituale anzuwenden, die die Totenwächter seit langer Zeit entwickeln. Thancred vermutet, dass genau diese widernatürlichen Totenerweckungsrituale das Ass im Ärmel sind, auf das bestimmte Kräfte innerhalb der obersten Machtsphären von Uldar in ihrem Spiel mit dem Feuer gegenüber dem Imperium setzen. Immerhin könnte eine Armee aus wiederbelebten Untoten das Mächteverhältnis durchaus zugunsten von Uldar verschieben. Da er dies aus gutem Grunde dennoch für keine gute Idee hält, bittet er unsere Heldin, ihn vor dem Hauptquartier der Taumaturgen zu treffen, um der ganzen Angelegenheit ein für allemal nachzugehen. Zunächst ist beim Gebeinhaus des Ordens von Nalthal weit und breit nichts von Thancred zu entdecken, da sich unsere Heldin unwissentlich und zur Abwechslung mal wieder nicht in einer Echo-Vision der Vergangenheit, sondern im Diesseits befindet. Hier trifft sie lediglich eine junge Frau namens Minfilia an, die unsere Abenteurerin aus irgendeinem Grund zu kennen scheint und auch mit dem Namen Thancred vertraut ist. Jedoch wirkt die junge Frau sehr überrascht darüber, dass unsere Heldin den Barden hier in der Stadt vermutet. Noch bevor das Gespräch beendet ist, beginnt allerdings schon die nächste Vision der Ereignisse von vor 10 Jahren und Minfilia ist auf einmal verschwunden. Stattdessen ist jetzt Thancred vor Ort, der sich kurz über das aus seiner Sicht urplötzliche Auftauchen unserer Heldin mokiert, bevor auch die noch immer geschwächte Flamin zu den beiden stößt, um ihren Liebhaber Neil Frain davon abzuhalten, eine weitere Dummheit zu begehen oder gar Acilia unnötig in Gefahr zu bringen. Als Thancred realisiert, dass die Tür zu einer sonst verschlossenen Gruft des Gebeinhauses weit offen steht, begeben er und unsere Heldin sich in die Katakomben, nur um dort einen tödlich verwundeten Neil Frain und eine völlig verängstigte Acilia anzutreffen. Doch was auf den ersten Blick vielleicht wie ein Racheakt des leidenden Mädchens wirken mag,
stellt sich in der kurz darauf einsetzenden Echovision innerhalb einer Echovision als bedeutend rätselhafteres Mysterium heraus. Unsere Heldin sieht in den Erinnerungen von Acelia mit an, wie der korrupte Cheftaumaturge Neil Frayn im Beisein von Acelia einen magischen Langdolch übergibt, mit dessen Hilfe die Wiedererweckung von Warburton gelingen sollte, und weist den Goldschmied an, den Leichnam des Mannes schon einmal vorzubereiten, während er selbst die letzten Vorbereitungen trifft und die notwendigen Zauberbücher holt. Als Neil Frayn den Sarg von Acelias Vater öffnet und einen Blick hineinwirft, scheint er dort etwas zu sehen, was ihn ganz und gar fassungslos zurücklässt, bevor er im nächsten Moment hinterrücks von einer menschengroßen Gestalt abgestochen wird. Obwohl völlig unklar bleibt, was Neil Frayn dort im Sarg entdeckt hat und wer genau eigentlich sein Mörder war, wird doch aus der Vision zumindest klar, dass es sich bei dem Angreifer weder um den Lalafell-Vorsteher des Ordens noch um Acelia handelt. Die Vision endet und lässt sowohl unsere Heldin als auch Thancred, der in diese Echo-Vision zweiter Ordnung mit hineingezogen wurde, mit mehr Fragen als Antworten zurück. Doch noch bevor sie darüber auch nur ein einziges Wort miteinander wechseln können, öffnet sich der Himmel über Uldar für einen erneuten Meteoritensturm und kurz darauf kollabiert unsere Heldin wie in den anderen Szenarien auch, nur um wiederum in der örtlichen Taverne begrüßt zu werden, von dem ihr bereits vertrauten Gesicht der örtlichen Vorsteherin der Abenteurergilde, die diesmal Momodi heißt. Der obligatorische Ratschlag, doch einmal die Waking Sands hier in Uldar zu besuchen, stammt diesmal von der jungen Frau Minfilia, die unsere Heldin zuvor vor dem Ordenshaus getroffen hatte. Auch sie ist streng genommen ein bekanntes Gesicht, handelt es sich bei Minfilia doch um niemand anderes als die erwachsene Acelia, die inzwischen einfach einen anderen Namen angenommen hat. Doch dies ist nicht die einzige Veränderung, die letzten 10 Jahre für das einstige Waisenkind mit sich gebracht haben, wie unsere Heldin schon bald erfahren wird. Wie das dann weitergeht und wie unser Besuch bei den Waking Sands dann letztendlich ablaufen wird, das schauen wir uns dann in der nächsten Folge von Eorzea mit offenen Karten an. Das Ende dieser Episode möchte ich gerne noch einmal mit einer kurzen Bewertung der Uldar-Quest-Reihe und der 3 Storyline-Alternativen bis hierhin insgesamt versehen. Vielleicht hat man es ja schon ein bisschen in der Beschreibung und auch in der Detailliertheit der Darstellungen zur Quest von Uldar gemerkt. Anders als die weitgehend in sich geschlossenen und bezogen auf das große Hauptnarrativ eher konsequenzlosen Star-Quest-Reihen in Limsa Luminsa, ist das, was in Uldar passiert, schon ein ganzes Stück näher dran am Metaplot. Neben den jeweiligen Gefährten aus den Reihen des Circles of Knowing, also sprich Gestola, das dynamische Duo Ida und Papalimo, sowie Thancred, gibt es einzig in Uldar mit Minfilia bzw. Acelia noch einen weiteren Haupt-NPC, der im späteren Verlauf der Handlung noch relevant wird. Weder Stahlmann bzw. Rostenstahl noch Krim bzw. der Eremit des Waldes spielen bis zum Ende des Hauptspieles von A Realm Reborn noch einmal eine nennenswerte Rolle. Dass die Uldar-Story eine gewisse Sonderstellung unter den 3 Star-Quest-Reihen aufweist, merkt man unter anderem dann auch daran, dass die hier gelegten Plotfäden meines Wissens nach auch die einzigen sind, die im nennenswerten Umfang später noch einmal aufgegriffen werden. Es kann durchaus sein, dass beispielsweise Rostenstahl oder halt auch Krim nochmal in den Erweiterungen von Final Fantasy XIV in Realm Reborn irgendwie nochmal eine größere Rolle spielen. Es wäre mir zumindest bisher nicht untergekommen und ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da mehr bei rumkommt als vielleicht nochmal ein Cameo oder irgendwie, keine Ahnung, dass der ehemalige Stahlmann eventuell vielleicht nochmal eine Sidequest oder sowas springen lässt. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Generell zur Uldar-Questline, ich persönlich empfinde den Einsatz der Echovisionen als erzählerisches Gimmick hier nochmal als ein Stückchen gelungener als in Limsa Luminsa, weil die Geschichte trotzdem verständlich bleibt, selbst wenn man nicht bereits beim ersten Mal rafft, welche Szenen denn jetzt im Diesseits und welche in der Vergangenheit verankert sind. Trotzdem führt die irgendwann einsetzende Erkenntnis, dass auch hier eigentlich 2 verschiedene Zeitebenen vorliegen, bei denen ein Wechsel stets durch einen dezenten Audio-Hinweis angekündigt wird, zu einem wirklich angenehmen Aha-Erlebnis und dem Wunsch, das Ganze irgendwie nochmal zu sehen und dadurch noch besser zu verstehen. So ging es mir zumindest beim Durchgucken der Cutscenes. Lustigerweise wusste ich übrigens beim ersten Sehen der Cutscenes aller 3 Questreihen auch noch nichts von der Zeitsprungmechanik. Und zwar schlicht, weil die Entwickler diese Funktionalität des Echos dann ab A Realm Reborn massiv zurückgedreht haben, bis
eigentlich kurz vor die Grenze zum Redcon. Dieses Ding, ich kann in die Vergangenheit reisen und in dieser Vergangenheit quasi auch aktiv werden, das wird eigentlich ersetzt durch eher eine klassische Flashback-Mechanik, wo man als passive Zuschauerin irgendwie dabei ist. Das ist irgendwie auch verständlich, da ehrlich gesagt in allen drei Geschichten, aber ganz besonders in Limsa Luminsa und Uldar, teilweise schon etwas tiefer in die Trickkiste gegriffen werden musste, damit irgendwie noch glaubhaft wird, dass die Heldin oder der Held nicht realisiert, dass sie sich mal in der Gegenwart und dann wieder 10 Jahre in der Vergangenheit befindet. Und diese Tricksereien müssen insbesondere dann stattfinden, wenn so ein Wechsel mitten in einer Szene oder gar mitten in einem Gespräch stattfindet. Weil, wenn man mal überlegt, ist beispielsweise ja ein lustiger Zufall, dass sich der alte Rostenstahl als Gast an Bord eines Passagierschiffes befindet, auf dem zufällig auch unsere Heldin ist, und 10 Jahre zuvor als Stahlmann ebenfalls an Bord eines genau solchen auf dem Weg nach Limsa war und sich zufällig dann auch noch Jeshtola an Bord desselben Schiffes befunden hatte vor 10 Jahren. Nur dadurch kommt es zustande, dass unsere Heldin bei der Limsa Luminsa Quest erwacht, dann erstmal Rostenstahl trifft und nachdem sie ans Deck gekommen ist, ist es ja eindeutig Stahlmann, der ihr beim Kampf gegen die Monster hilft. Ein anderes Beispiel, in der Uldar-Questline machen wir uns in einer Nebenquest mit einer Mitverschwörerin von Nilfrein gemeinsam auf die Suche nach dem frisch ausgestoßenen Thancred. Und just 10 Jahre später im Diesseits befindet sich dieselbe Mitverschwörerin zufällig wieder an derselben Stelle, um nach einem anderen, völlig unbeteiligten Exilanten zu suchen, den sie aber nur als diesen verdammten Ausgestoßenen bezeichnet, womit ja auch Thancred hätte gemeint sein können, nicht wahr? Das Echo-Reise-Konzept als Twist-Idee ist zweifelsohne stark und auch ziemlich cool, aber wie so viele Twist-Konzepte ist es nichts, was man x-mal hintereinander bringen kann, ohne dass es dann schon deutlich an Wirkkraft verliert. Am Ende sind die Macher unter dem neuen Teamleader Naoki Yoshida vermutlich zu dem Schluss gekommen, dass diese ganze aktive Zeitreise-Problematik mehr Fragen aufwirft, als sie im Vergleich zu einem reduzierten Passiv-Erinnerungen von anderen Menschen anschauen Ansatz an Nutzen bringt. Genau diesen Ansatz fahren sie ja dann spätestens ab A Realm Reborn. Naja, wie dem auch sei, aus meiner Sicht ist die Uldar-Quest jedenfalls nicht nur die für den weiteren Verlauf relevanteste, sondern auch die handwerklich am solidesten erzählte Geschichte unter den dreien. Vor allem findet sich in der Uldar-Questline dankbarerweise bedeutend weniger Wischiwaschi-Lore-Bubble als in der Gridania-Geschichte, was wohl nicht zuletzt auch am Setting liegt, von dem ich auch später in A Realm Reborn das Gefühl hatte, dass es deutlich durchdachter ist als das ganze Gridania-Setting. Gridania arbeitet dann halt doch im Falle eines Falles eher so mit den breiteren Klischees oder sagen wir mal mit Tropes, die man dann doch schon häufiger gehört hat und versucht das Ganze dann auch mit so pseudo-spirituellen Leerluftkonzepten irgendwie ein bisschen anzureichern und so. Sorry an alle Leute, die große Gridania-Fans sind, aber wie gesagt, ist nicht unbedingt meine Lieblingsgegend, die Blackshroud. Perfekt ist aber aus meiner Sicht das Storytelling auch bei unserem Abenteuer in der Wüstenstadt nicht. Weil hier zeigt sich dann halt eine Erzählschwäche gänzlich anderer Art als beispielsweise in Gridania, die genauso wie das eben erwähnte Lore-Bubble oftmals und häufig auch zu Unrecht japanischem Storytelling allgemein nachgesagt wird, was aber eben doch hin und wieder auch, halt nur nicht nur in japanischer Fiktion auftritt. Für die Leute, die eventuell den Horizon Zero Dawn Dreiteiler gehört haben, es geht mir natürlich um mein persönliches Lieblingstrope, das gute alte Fuhr, wat ein Zufall, nech Syndrom. So ist es doch beispielsweise ein ziemlicher Zufall, dass bei diesem ohnehin, sagen wir mal, eher, ja, müssen wir schon ein Auge zudrücken, um das irgendwie sinnvoll zu halten, ein Plot von Nilfrein und seinen Freunden, ne? Ja, wir sorgen hier einfach für ein bisschen Unruhe und dann können wir die Helden sein und dann, Schritt 3 Profit, schätze ich. dass bei dem Amoklauf des Gorbus niemand verletzt wird, außer ausgerechnet die eine Person, die gerade frisch in der Stadt angekommen ist und genau zu Nilfrein und den anderen wollte, ne? Was ein Zufall! Das ist jetzt so zweifelsohne das drastischste Beispiel, gerade in den kleinen Details, und vielleicht ist es euch während der Story-Zusammenfassung gerade auch aufgefallen, es gibt leider in der Uldar-Quest so einige, puh, was ein Zufall, nicht? Probleme. Siehe beispielsweise das, was ich ja gerade auch gesagt habe, ne? Die Dame, die uns da auf die Suche nach Thancred begleitet und die durch Zufall
Punkt 10 Jahre später, genau am richtigen Tag, wieder irgendeinen Exilanten sucht und ja. Was ein Zufall. Da gibt's leider so einiges, was da so ein bisschen auf Reim dich oder ich fress dich irgendwie geschrieben ist. Und ein Teil davon hätte man ja so einfach entschärfen können. Ne? Also, mir ist schon klar, dass sie die bitterböse Ironie des Schicksals halt besonders hervorstellen sollen. Dann lass den Gobbu doch halt nicht nur eine einzige Person in der gesamten Stadt erlegen, sondern dann sind halt Hunderte zu Schaden oder zu Tode gekommen. Einer davon halt ausgerechnet der Informant, so dann wäre es ja schon in Ordnung. Das hätte dann zweifelsohne vermutlich auch noch mehr Konsequenzen oder sagen wir mal einen emotionalen Impact für Neil Frein und seine Gruppe. Logisch, dann müsste man den Rest auch anpassen, aber so ist es halt schon, ja, der gute Warburton hatte offensichtlich so ein kleines Final Destination Problem, so. Da wollte das Skript aber wirklich, dass er wegkommt, damit hier die Story mal Fahrt aufnimmt, ne? Naja. Nichtsdestotrotz, das ist der Vorteil von dem ganzen Ding durch diese Echo-Flashback-Kiste. Es war interessant genug, die Story zu verfolgen und mir dann auch aus den Wikis das, was nicht direkt aus den Cutscenes hervorgegangen ist, nach und nach zusammenzupuzzeln. Dass es eigentlich eine ganz nette Story ist. Ne? Also beim Durchschauen der Cutscenes und der wenigen Spielszenen, die man heutzutage noch findet, hat es mir wirklich Spaß gemacht, im Kopf mitzudenken. Okay, welche Szene spielt denn jetzt nun eigentlich im Jetzt und was ist nur eine Vision? Und damit hatte man dann irgendwie immer zwei Zeitlinien, die man erstmal für sich selber ein bisschen entwirren musste. Und die dann aber trotzdem nicht einfach nur so für sich stehen, sondern immer noch starke Bezüge zueinander aufgewiesen haben. Ja, das waren sie letztendlich, die drei Startquests. Wie gesagt, beim nächsten Mal schauen wir uns dann mal die vereinigte, zusammengeführte Hauptstory-Reihe an und ja, wie es dann mit unserer namenlosen Heldin dann im Anschluss weitergeht.